Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über den Nokia 5800D Fernseher berichten. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an! Die Bildschirmdiagonale beträgt 64,5 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine QLED-LCD-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50 Hertz. Lebensechte Bildqualität, präzise Farben und kontrastreiche Bilder. Ausgestattet mit der Quantum-Dot-Technologie bietet der Nokia QLED Smart TV ein breites Farbspektrum für ein lebendiges Fernseherlebnis. Echter Kontrast. Fernsehen in jeder Lichtsituation, egal ob der Raum dunkel oder hell ist. Der integrierte Quantum-Dot-Filter bietet dir strahlende Farben bis hin zum tiefsten Schwarz. In welchem Modus bist du heute? Mit der 4K UHD-Auflösung und der dynamischen Klangqualität bist du näher an der Sport-Action. Tauche in das Spiel ein oder werde Teil der Szene deines Lieblingsfilms. Mit dem integrierten Moduswähler kannst du zwischen Sport, Spiel oder Film wählen, um die besten Effekte zu erzielen. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 14,35 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 129,4 cm in der Breite, 75,2 cm in der Höhe und 7,2 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von E. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 70 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Pures Design. Ergänze deine Einrichtung mit dem eleganten schwarzen nordischen Stil ab. Der Fernseher lässt sich schwenken. Es ermöglicht dir ein perfektes Seherlebnis, egal wo du dich in deinem Raum befindest. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die folgenden Anschlüsse: 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45, 3x HDMI 2.0, ARC und CEC, 1x Satellite in F-Type Female, 1x Optical Audio Out, 1x 3,5 mm Audio Out, 1x Antenna RF Female und 1x CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct und Bluetooth 4.2. Eingebauter Chromecast. Mit dem eingebauten Chromecast streamst du deine Fotos, Videos oder Musik von deinem Smartphone, Tablet oder Computer am großen QLED-Bildschirm. Bilder und Videos streamst du in bis zu 4K UHD-Qualität. Sieh dir deine wertvollsten Erinnerungen aus deinem letzten Urlaub an und durchlebe diese noch einmal in dynamischer QLED-Qualität. Der Fernseher verfügt über drei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 36 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über ARC an den Fernseher angeschlossen werden. Dynamische Klangqualität. Der eingebaute Subwoofer liefert satte Töne und ein breites Soundspektrum und sorgt für ein intensives Klangerlebnis zu dem Geschehen auf dem Bildschirm. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android TV gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Fernbedienung mit Licht. Die ergonomische Fernbedienung liegt besonders gut in der Hand. Mit den beleuchteten Tasten findest du auch während kuscheligen Fernsehabenden die richtige Taste. Dank eigenen Tasten wechselst du in Sekundenschnelle zwischen Netflix und YouTube. Frag Google. Bitte deinen Google Assistant nach den neuesten Blockbustern zu suchen, deine Top-Shows zu streamen oder die Spiele zu starten, auf die du am meisten Lust hast. Ein schneller Weg zu deiner Unterhaltung. Ich habe die Kundenrezension studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Chromecast funktioniert nicht. Und hier ist, was dem Kunden am besten gefallen hat. Die Fernbedienung funktioniert ganz normal. Ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Gute Energiedaten. Damit ist unser Test des Nokia 5800D Fernsehers nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare, ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!